Meine Damen und Herren, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, der Wahlkampf für die Gemeinderatswahl hat begonnen und da geht es um viele Dinge, um Wohnen, um Feinstaub, um Verkehr, um Schulen. Nur das Thema Stuttgart 21, das größte Investitionsprojekt in unserer Stadt, kommt ganz selten vor. Und deshalb haben wir drei, das ist einmal Herr Valentin, wo steht er? Dort steht er. Und Norbert Bungarth, wo steht er? Dort steht er. Und ich, wir drei alten Herren haben gesagt, wir laden die Parteien, die im Rathaus mit Fraktionen vertreten sind, ein, uns Kandidatinnen und Kandidaten zu schicken, die sich zu Stuttgart 21 äußern. Da haben wir von einigen Parteien Absagen bekommen, aber... Es ist ein freies Land und wer da nicht kommen will, der muss nicht kommen. Aber es sind beim letzten Mal waren es die Kandidaten der SÖS da und dieses Mal, damals war Frau Dr. Annette Ohme-Reinicke und Luigi Pantisano und diesmal ist von den Grünen da unsere Gäste also Gabriele Munk, Platz 7, Architektin und Stadtplanerin und Jochen Stopp, Platz 4 der Liste. Habe ich genau das gemacht, was man mit dem Mikrofon nicht machen soll, und gestikulieren. Ich will nur eins sagen, dies ist keine Montagsdemo und es ist auch keine Protestveranstaltung, sondern eine Informationsveranstaltung und wir wollen unsere Gäste freundlich behandeln, wollen ihnen zuhören, auch wenn uns vielleicht das ein oder andere, was sie sagen, nicht passt. Das heißt, wollen also mit ihnen so umgehen, wie wir wollen, dass man mit uns umgehen würde, wenn wir da stehen würden. Und deswegen bitte ich Sie, Sprechchöre und Trillerpfeifen und sowas aufzusparen. Nachher bei der Montagsdemo ist das angebracht. Hier unter uns jedenfalls wollen wir freundlich zuhören, was uns zu sagen ist. Und natürlich, wenn Sie was fragen und sagen wollen, kommen Sie hierher. Dann kriegen Sie in der knappen halben Stunde, die wir haben, auch mal das Mikrofon. Und jetzt stelle ich vor, Angelika Asseburg, Architektin von den Architektinnen für Kopfbahnhof 21, die hier mit mir diese Diskussion moderieren wird. Angelika Asseburg. Einen schönen guten Abend auch von mir, Frau Munk, Herr Stopper. Die erste Frage lautet, und ich schließe an das an, was Peter Konradi eben gesagt hat. Warum findet das Thema S21 in der Kommunalwahl 2014 eigentlich nicht statt? Auch nicht auf den Plakaten der Grünen. Obwohl die durch S21 angerichteten Zerstörungen jetzt zunehmend sichtbar sind und eine polemische Plakatierung eigentlich nahegelegt hätte. Also an der Stelle erlaube ich mir, das Wort zuerst zu ergreifen. Ich bin Mitglied im, oder Beisitzer im Kreisvorstand der Grünen und in der Funktion auch Mitglied in der Wahlkampfkommission. Also ich bin sozusagen da auch mitverantwortlich dafür, wie die Wahlkampfstrategie gefahren wird in Stuttgart von den Grünen. Ich möchte da unterscheiden. Also es ist nicht so, dass wir das Thema Stuttgart 21 ausgeschlossen hätten, sondern Sie finden Aussagen zu Stuttgart 21 in, glaube ich, jedem unserer Flyer. Wir haben verschiedene Flyer in den Stadtbezirken, wir haben einen Gesamtflyer für die ganze Stadt und wir haben ein Wahlprogramm, da finden sich viele Passagen zu Stuttgart 21. Es geht also um die Frage aus meiner Sicht, warum haben die Grünen kein Stuttgart 21 Wahlplakat? Wir haben das intensiv diskutiert in der Wahlkampfkommission und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir als Stuttgarter Grüne jenseits eines Bekenntnisses, dass wir gegen Stuttgart 21 sind, keine plakative Botschaft haben, die wir in diesem Wahlkampf zum Thema Stuttgart 21 rüberbringen können, weil, und das, da unterscheiden wir uns vielleicht auch von anderen, wir klar gesagt haben, wir können im Kommunalwahlkampf 2014 nicht suggerieren, wir Grünen könnten auf kommunaler Ebene das Projekt Stuttgart 21 stoppen. Also ist ein Plakat, stoppt Stuttgart 21, stoppt Stadtzerstörung, stoppt dieses, ist populistisch, käme vielleicht bei Teilen gut an, wäre aber nicht redlich. Und die Botschaft zu Stuttgart 21 ist insofern viel komplexer und aus unserer Sicht nicht auf ein Wahlplakat zu bringen. Das war die Entscheidung der Wahlkampfkommission. Ich halte diese Entscheidung für richtig. Ich kann aber das Bedauern vieler Bürgerinnen und Bürger verstehen, die angesichts der stattfindenden Zerstörung in der Stadt natürlich sagen, wir brauchen eigentlich da eine Botschaft. Aber
Wir bleiben Gegner von Stuttgart 21, aber eine polemische, einfache Botschaft bringt es in diesem Wahlkampf nicht. Mir tut es leid, weil ich habe immer eine Freude gehabt an lustigen Wahlplakaten. Und die Grünen hatten ja früher immer auch Witz in den Wahlplakaten. Und das zum Beispiel mit der Kulturpolitik und den spitzen Schuhen auf dem Pflasterstein finde ich ein tolles Plakat. Und das mit dem großen Auto, also dem großen Wagen, finde ich auch toll. Aber vielleicht, es ist ja noch Zeit bis zum Wahlkampf, vielleicht fällt irgendeinem Werbemenschen noch was Lustiges ein. Dazu, das Thema kann man ja auch mal freundlich oder spöttisch oder ironisch behandeln. Gabriele Munk, es gibt den Eindruck, die Grünen im Rathaus hätten sich mit Stuttgart 21 in der Zwischenzeit angesichts der Mehrheiten von CDU, SPD und Freien Wählern angepasst, hätten resigniert und gelegentlich taucht die Vermutung auf, ihr werdet von der Villa Reitzenstein von oben genötigt worden, also vom Landtag und der Staatsregierung, das Thema im Wahlkampf runterzufahren. Wie sieht es in Wirklichkeit aus? Du kannst jetzt mit Abscheu und Empörung, A und E heißt es, widersprechen, aber begründen stört es schon. Erstmal auch schönen guten Abend von mir allerseits. Schönen guten Abend allerseits und auch vielen Dank für die Einladung heute. Es freut mich, dass wir heute kommen können. Also die Steuerung von irgendjemand, die erfolgt überhaupt nicht. Also für mich ist die Frage allein schon ziemlich verwunderlich, also wie man auf die Idee kommen kann. Ich sage hier meine persönliche Meinung. Es gibt keinerlei Beeinflussung, außer der, die wir in der Fraktion hier gemeinsam uns zu Themen unterhalten und beraten. Und nach dem entscheiden wir. Also das ist eine ganz klare Absage gegen die Vermutung, dass uns irgendjemand von außen steuert. Also ganz klar nein. Ja. Und der andere Punkt mit einer Steuerung, ich möchte einfach ein persönliches Thema noch anfügen. Ich sitze im Verwaltungsrat der Landeswasserversorgung. Da war es sicherlich nicht einfach für mich, als Einzige einem Vertragsentwurf der Bahn nicht zuzustimmen, mein Veto einzulegen und zu sagen, so geht es nicht. Ja? Also ich lasse mich da von keiner Richtung irgendwie beeinflussen, sondern ich weiß, wenn es um das Projekt Stuttgart 21 geht, bin ich mehr als aufmerksam. Ich lese alles ganz genau und deshalb konnte ich auch diesem Vertrag absolut nicht zustimmen und habe mein Veto eingelegt und das hat ja schließlich zum Baustopp geführt. Und da ruhte dann die Baustelle dieses Tunnels. Und im Weitergehenden, das ist ja nicht beendet, das Thema, wie werden eigentlich die Menschen, die hier Grundstücke haben, von der Bahn bedrängt? Welche Verträge werden hier untergejubelt mit Werten, die einfach weit unter dem sind, was die Grundstücke wert sind? Und da setze ich mich weiter dafür ein und da muss mich niemand beeinflussen oder manipulieren. So verstehe ich mich als Stadträtin hier in der Stadt, meine Aufgabe im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21 wahrzunehmen, nämlich wirklich alles superkritisch anzugucken. Die nächste Frage geht an Sie beide. Vor der Wahl des neuen Oberbürgermeisters von Stuttgart hatten die Architektinnen für K21 Gespräche geführt mit den verschiedenen Kandidatinnen. Beim Gespräch mit Fritz Kuhn war eines der einleuchtenden Argumente für die Grünen gegen S21, Moment, für seine Wahl, dass mit ihm und dem Verkehrsminister dann zwei Vertreter der Grünen gegen S21 im Lenkungskreis Stimmrecht hätten und damit großen Einfluss auf den Weitergang dieses Projekts. Wie hat sich das bislang nach Ihrer Meinung ausgewirkt? Nun, da sozusagen Parallelvergleich fehlt, ist die Frage natürlich schwer zu beantworten, aber es gibt ein paar Anhaltspunkte. Zum einen ist die Wortschöpfung vom behördlichen Schwergang, den die Bahn in die Welt gesetzt hat, hat sehr viel damit zu tun, wie seit der Oberbürgermeisterwahl auch im Lenkungsausschuss mit der Bahn gesprochen wird. Selbstverständlich kann der Oberbürgermeister, der ja in den Entscheidungen zum Projekt und so der Gemeinderatsmehrheit unterworfen ist, dort nicht tun und lassen, was er will.
aber er kann sehr genau eben auch die Themen, die Kritikpunkte ansprechen und darauf beharren, dass vernünftig geantwortet wird. Und ich kann nur sagen, für die Seite der Stadt, dass die Stellungnahmen der städtischen Behörden zu den Planänderungsverfahren, die es ja sozusagen dauerhaft quasi täglich gibt, wir haben ja, oder täglich übertrieben, aber wir sind ja, glaube ich, bei der 14. oder 15. Planänderung inzwischen allein im Innenstadtbereich. Diese Stellungnahmen der Stadtverwaltung, das können wir als Stadträte gut beurteilen, die sind schon sehr viel kritischer geworden. Und ein letzter Punkt aus meiner Sicht, das Thema Kostendeckel, das ist ein Thema, das im Lenkungskreis ständig angesprochen wird. Und ich weiß nicht, wie es mit anderen Personen und anderen Mehrheiten beim Thema Kostenübernahme aussähe. Da wäre das Teil vielleicht schon vom Tisch und die Kostenübernahme der Gebietskörperschaften wäre schon erfolgt. Da gab es einen Entscheid im Stuttgarter Rathaus mit einer ganz großen Mehrheit, nämlich am 29. Juli 2009. Das ist also 5 Jahre her, wurde auf Antrag der SPD einstimmig beschlossen, die Entscheidung über Stuttgart 21 den Bürgern vorzulegen, wenn die Bahn mehr Geld von der Stadt für Stuttgart 21 will. So wörtlich Frau Blind, die Vorsitzende. Nun, inzwischen will die Bahn mehr Geld und die Frage ist, was ist mit diesem einstimmigen Beschluss? CDU und SPD, die da alle zugestimmt haben, die müssten sich doch jetzt äußern und sagen, jetzt muss dieser Bürgerentscheid kommen. Warum wird er nicht eingefordert, auch nicht von den Grünen? Dieser Gemeinderatsbeschluss steht und wir werden alles dafür tun, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, diesen auch einzufordern. Also es gibt ja überhaupt keinen konkreten Antrag der Bahn auf eine Summe, die die Stadt Stuttgart zusätzlich beitragen sollte. Das wäre ja die Geschäftsgrundlage für eine Entscheidung im Gemeinderat zu einem Bürgerentscheid. Diese Grundlage, die fehlt ja. Und ich fände es ein Schildbürgerstreich, wenn wir so lange überhaupt gar keinen Antrag der Bahn vorlegt, hier in die Offensive gehen würden und am Ende uns sogar noch einen Entscheid abholen, wo die Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart merke, wir hatten ja bei der Volksabstimmung selbst in Stuttgart eine Mehrheit für das Projekt, dann auch noch entscheiden, die Stadt Stuttgart solle sich dort beteiligen. Also wir werden das einfordern, aber ich möchte an dieser Stelle auch nochmal in Richtung SPD sagen, wie kam dieser Beschluss zustande? Es waren damals die Grünen, die eingebracht haben, im Gemeinderat, dass es einen Bürgerentscheid geben soll über Stuttgart 21, über die Beteiligung an der Finanzierung. Das war direkt nach der letzten Kommunalwahl. Das hat die SPD abgelehnt. Und um sich aus der Affäre zu ziehen, hat man dann einen Antrag aus dem Hut gezaubert, wenn es denn je zu Mehrkosten käme. Und wir alle wissen, dass das dann vielleicht im Jahr 2019, 2020 ist. Und dann haben wir eine schlimme Situation hier in Stuttgart. Das ist der SPD-Antrag und dafür gab es eine Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat. Aus meiner Sicht taugt dieser Beschluss nichts. Inzwischen hat die Bahn die Sprechkarte gezogen. Das heißt, inzwischen finden Verhandlungen statt zwischen Bahn, Land und Stadt. Das heißt, die Bahn kommt jetzt mit Forderungen auf die Stadt auch zu. Und wir wünschen uns, dass also nicht erst 2019, sondern wenn die Forderungen mal auf dem Tisch liegen, dass dann dieser Beschluss auch umgesetzt wird. Nun sagen die Grünen in der Stadt, sie würden das Projekt Stuttgart 21 kritisch begleiten. Das halte ich für vernünftig. Ich sehe auch die Schwierigkeit, die da drin steckt. Die Grünen weisen ja in ihren Fragen und Einwänden auf Schwachstellen von Stuttgart 21 hin, und zwar zu Recht. Und dann kommt die Bahn und sagt, die Schwachstelle beheben wir. Das heißt also, wer kritisiert, muss immer damit rechnen, dass die Bahn versucht, das Projekt dann zu verbessern. Auf der anderen Seite könnte eine anhaltende Kritik auch dazu führen, dass es nicht zu verbessern ist, sondern dass das Projekt an eurer Kritik scheitert. Höre ich das richtig, dass in der Öffentlichkeit wird immer Kritik verstanden, naja, es kommt halt, aber wir kritisieren ein bisschen. Oder rechnen die Grünen auch damit, dass diese Kritik möglicherweise zum Ende von Stuttgart 21 beitragen kann? Dankeschön. Die Einschätzung, ob wir da fest damit rechnen, oder es ist auf jeden Fall unser Ziel, alles zu tun, um die Schwachstellen aufzudecken und die Ingenieure an den Tisch zu bekommen, eben auch ins Rathaus zu bekommen. Wir haben es geschafft, die Feuerwehr wirklich
sehr oft in unser Gremium zu bekommen, um berichtet zu sehen, wie es eigentlich wirklich aussieht mit den Missständen. Und da sind wir weiter dran, da stellen wir die Fragen. Ich habe hier mitgebracht und haben fast zwischen 80 und 100 Anträge nur für Stuttgart 21 gestellt. Und da geht sehr, sehr viel einfach um die Sicherheit, um die technische Machbarkeit. Und da sind sehr viele elementare Fragen bis heute nicht beantwortet. Das heißt, wir schauen drauf, dass wir hier nach wie vor die Schwachstellen aufweisen, und wenn das dazu führt, dass das Projekt nicht umsetzbar und durchsetzbar ist, dann ist das uns recht. Ja. Ein Ziel ist das eine, aber die Erreichbarkeit zu versprechen. Also der Kollege, ja klar, wer stellt hier die Fragen, aber geht trotzdem drauf ein. Der Kollege Jochen Stupper hat ja gesagt, wir sind halt klar gegen Stuttgart 21 und arbeiten an diesem Thema hartnäckig dran. Und wenn an solchen Fragen und die technische Nichtmachbarkeit belegt werden kann, dann ist das eine sinnvolle Sache, und das ist genau das, wofür wir kämpfen, ja. Aber zu versprechen, wir können das Projekt stoppen, das können wir nicht machen. Ja? Ich möchte noch mal auf diese Anfragen eingehen, von denen Sie eben gesprochen haben. Es ist richtig, Sie haben zahlreiche Anfragen im Rathaus gemacht und dadurch auch Kompetenz bewiesen. Aber diese Anfragen sind in der Öffentlichkeit eigentlich wenig bekannt. Und sie sind dadurch auch nicht so sehr effektiv in der Öffentlichkeit. Man weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Es gibt da eine kleine Rückantwort und damit ist das Ding beerdigt. Oder die Anfrage ist damit beerdigt. Es kann nun laut Geschäftsordnung ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn mindestens ein Viertel der Gemeindemitglieder dies beantragt. Das ist ja kein Problem für die Grünen, das haben sie lässig. Inwieweit wird dieses Recht von den Grünen im Zusammenhang mit S21 praktiziert, beziehungsweise sind Sie und Ihre Fraktion gewillt, dies in konstanter Regelmäßigkeit zu tun, und zwar jeweils unter Hinzuziehung von Beratern und Sachverständigen, die über die Teilaspekte von S21 berichten. Wie beispielsweise zur Kapazität, zur Sicherheit, zum Brandschutz, zur Personenstromanalyse, zur Geologie, zu Mineralwässern, zu ökologischen und energetischen Folgen, zu Kosten und Folgekosten für die Stadt, zur Stadtentwicklung, zur Vertragstreue des Projektpartners, zur Volksabstimmung und so weiter und so fort. Also das, was Sie hier ansprechen, das ist ja genau die Praxis unserer Arbeit im Gemeinderat, weil wenn Sie sich diese Anträge durchlesen, da werden Sie bei fast jedem Antrag unten den Antragstext lesen, die Verwaltung und die Bahn oder die entsprechend anderen Sachverständigen, der Brandschutzgutachter oder die Stuttgarter Feuerwehr, muss im UTA berichten. Und das geschieht auch jedes Mal. Das hat übrigens auch nichts damit zu tun, wie viel Prozent des Gemeinderates das auf die Tagesordnung setzen dürfen oder sollen. Auch jeder Antrag eines Einzelstadtrats oder der Fraktionsgemeinschaft SOS Linke findet es in den UTA. Also da, auf so dumm haben sich die anderen jetzt noch nicht angestellt, SPD und CDU, dass sie verhindern würden, dass etwas auf die Tagesordnung kommt. Das ist alles auf der Tagesordnung gewesen. Fast jeder dieser Anträge ist mit einem Tagesordnungspunkt verbunden. Und insofern haben wir das, was Sie hier einfordern, ja genau auch praktiziert. Aber ich kann Sie nur einladen, sich das mal anzuschauen, was dann dort passiert. Wir sind ja dort nicht in irgendeiner Mehrheitsposition, sondern die Gegner von Stuttgart 21 im Stuttgarter Gemeinderat und im UTA sind dort in einer klaren Minderheitenposition. Und die Mehrheit der Stadträte, die für Stuttgart 21 sind, die sitzt diese Termine ab und sagt dann, also wir glauben den Gutachter der Bahn oder das, was uns die Ingenieure der Bahn hier erzählt haben, ist für uns plausibel. Oder, was auch sehr oft gesagt wird, wir können das ja gar nicht beurteilen, wir sind keine Fachleute, deswegen glauben wir es hier den Fachleuten und alles in Ordnung. So.
Das ist die Haltung der anderen. Und ich würde mich freuen, wenn die Stuttgart 21-Gegner in Stuttgart das mal stärker unter die Lupe nehmen würden und auch aufs Korn nehmen würden, dass, weil eigentlich ist der gesamte Gemeinderat für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger hier auch zuständig und muss sich dieses Thema vornehmen. Es machen aber nur die Gegner von Stuttgart 21 im Stuttgarter Gemeinderat. Die anderen winken alles durch und zucken mit den Achseln. Und die müssten eigentlich als Projektbefürworter und damit auch Verantwortliche hier eigentlich die Verantwortung übernehmen und auch drauf schauen. Aber das geschieht nicht. Und ich würde mich freuen, wenn das mal kritisiert würde. Ja, eben diese Fachleute wären ja gewünscht, dass sie diese Zulagen und dass man von denen hört und vielleicht auch andere überzeugt damit. Also dieser Versuch, dass die anderen überzeugen, das ist ja in der Schlichtung damals sehr öffentlichkeitswirksam versucht worden. Was wir im Gemeinderat praktizieren, ist, dass wir uns als Fraktion beraten lassen und Clarissa Seitz arbeitet hier zum Beispiel ja sehr eng auch mit den Ingenieuren zusammen oder mit dem, natürlich dem BUND. Wir arbeiten mit dem VCD und auch mit ProBahn bei diesen Themen zusammen und bereiten uns entsprechend vor. Es ist aber nicht üblich und das wäre für die Arbeit des Gemeinderats auch nicht praktikabel, dass jeder Stadtrat oder jede Fraktion ihren eigenen Experten mitbringt. Dem glaubt nämlich die andere Seite dann sowieso nichts. Sondern wir stellen unsere Fragen, die Verwaltung muss dazu Stellung nehmen. Wir bereiten uns einmal auf die Fragen vor und dann bereiten wir die Stellungnahme der Verwaltung nach. Und in diesem Zuge können Sie beispielsweise beim Thema Brandschutz sehen, dass beim Brandschutz die Bahn noch keinen Meter weitergekommen ist, weil die Stuttgarter Feuerwehr als Experte bei diesem Thema ganz auf unserer Seite ist und sagt, wir haben eine große Liste an Forderungen, die müssen erfüllt werden. Und darauf beharrt die Stuttgarter Feuerwehr. Aber auch die Stuttgarter Feuerwehr kann nicht verhindern, wenn eine Mehrheit im Gemeinderat hinter dem Projekt steht, dass es dann so gebaut wird, auch wenn die Feuerwehr sagt, das wollen wir so nicht. Es wird dann auch so gebaut, weil die Feuerwehr ist nicht Genehmigungsbehörde. Ja. Also ich kenne das Problem sehr. Die Befürworter von Stuttgart 21 sind in der Regel nicht bereit, sich sachlich auseinanderzusetzen mit Fragen, mit Einwänden, mit Zahlen, sondern sie drücken sich vor jeder sachlichen Debatte. Aber, das muss man festhalten, wenn die Feuerwehr sagt, aus brandschutzrechtlichen Gründen geht das nicht, dann kann das der Gemeinderat nicht aufheben. Der Gemeinderat kann kein Gesetz, keine Verordnung einfach aufheben. Und die Feuerwehr hier ist gebunden daran, den Brandschutz hier zu vertreten. Sie wird darin auch vom OB geschützt und unterstützt, wie ich sehe. Und daran könnte so ein Projekt sehr wohl auch kippen dann. Das heißt, da muss man aber dann dranbleiben und das auch weiterhin fordern. Nun wird ja gesagt, die Befürworter bestehen von Stuttgart 21 bestehen darauf, die Volksabstimmung habe das am 27.11.2011 über die S21-Finanzierungsverträge habe alles geklärt und als Demokraten sollten wir uns diesem Abstimmungsergebnis beugen. Nun kann man lange darüber reden, ob die Abstimmung gut oder schlecht war, aber selbst wenn sie gültig wäre für Stuttgart 21, setzt sie denn alles außer Kraft, was es an Gesetz und Verordnung gibt? Wie ist es denn zu sehen? Nach der Volksabstimmung, so etwa redet der Ministerpräsident, gibt es nichts mehr, was zu bereden wäre. Nach der Volksabstimmung oder bei der Volksabstimmung wurde ja eine ganz bestimmte Kostenhöhe benannt und über diesen wurde abgestimmt und sonst über nichts. Ja. Und das ist das Thema. Und wenn dieser Kostendeckel überschritten werden soll, dann muss es, ja, aber wir haben es ja vorher schon hier gehabt über die Kosten. Uns liegt noch kein Antrag vor. Und wenn der dann vorliegt, dann müssen wir den nächsten Schritt tun, aber zum richtigen Zeitpunkt. Also ich kann mich da nur wiederholen. Also ich würde da schon gern noch mal was dazu sagen. Für mich ist es eine der Gründungsurkunden des Aktionsbündnisses gewesen, wie es sich ja zusammengefunden hat bei der Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren 2007, dass man einen Bürgerentscheid in Stuttgart will. Das kann aber nur und war auch nur in Verbindung damit das Ziel, dass man sagt,
wenn dann entschieden wird, dann muss man das Ergebnis der Entscheidung auch akzeptieren. Da werde ich nicht zum Befürworter. Ich bleibe Gegner von Stuttgart 21. Aber ich muss, wenn ich die Bürger zu einer ernsthaften Entscheidung veranlasse, dann muss ich das Ergebnis auch respektieren. Wir haben den Bürgerentscheid in Stuttgart nicht hinbekommen. Da sind wir gescheitert, und zwar alle Gegner von Stuttgart 21, nicht nur die dummen Grünen. Das waren alle, die da gescheitert sind, auch vor Gericht am Ende. Und dann gab es diese Volksabstimmung. Man hat gesagt, okay, das ist die Gelegenheit. Wir Stuttgarter Grünen haben gesagt, wir interessieren uns für das, was hier in Stuttgart entschieden wird. Wie entscheiden die Stuttgarter? Weil wir wollten immer den Bürgerentscheid. Jetzt haben wir diese Volksabstimmung. Jetzt gucken wir, was hier in Stuttgart ist. Und es ist eine Niederlage aller Stuttgart 21 Gegner hier in Stuttgart gewesen, dass selbst in dieser Stadt, in der wirklich jeder informiert sein konnte, dass es hier eine Mehrheit für dieses Projekt, also für die Finanzierung des Projektes gegeben hat. Das ist auch nicht nur eine grüne Niederlage gewesen, sondern es ist eine Niederlage aller Stuttgart 21 Gegner. Und wir haben vor der Volksabstimmung gesagt, wir akzeptieren das Ergebnis und haben das auch danach gesagt. Aber wir haben natürlich beim Kostenrahmen eine neue Situation. Der ist gesprengt, es gibt keine Finanzierung zu diesem Kostenrahmen und deswegen ist die Kostenfrage der entscheidende Punkt. Und da ist es das, was der Stuttgarter Gemeinderat tun kann und was das Land tun kann. Und zum Glück gibt es ja im Land auch eine Mehrheit dafür, dass man sagt, Volksabstimmung war über einen Kostenrahmen und dieser Kostenrahmen gilt. Und das ist sozusagen der Entscheidungsrahmen der Volksabstimmung. Im Rathaus Stuttgart, sowie im Bahnhofsturm, werden immer noch die ziemlich geschürten und in Teilen unwahren Illusionsdarstellungen zu Stuttgart 21 nicht nur kritiklos gezeigt, sondern auch mit mehr als der Hälfte des gesamten Presseetats der Stadt finanziert. Genehmigt sind für das Jahr, dieses Jahr und für das nächste 574.000 Euro pro Jahr, 300.000 allein für das Turmforum. Die Argumente der Gegner, immerhin die Hälfte aller Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, werden so gut wie nicht kommuniziert. Was können Sie und Ihre Fraktion tun, um entweder die Finanzierung dieser einseitigen Show zu stoppen oder die Hälfte des Etats für die korrekte Darstellung der Gegenargumente an den gleichen Orten zu gewährleisten? Exakt das, was Sie hier vorgetragen haben, haben wir beantragt. Und zwar nicht nur einmal, sondern es ging an verschiedenen Stellen auch um einen zusätzlichen Zuschuss für diese Ausstellung. Das haben wir beantragt, denen nicht zu geben. Und wir haben in den Haushaltsberatungen die entsprechenden Anträge gestellt. Auch einen Antrag, die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 entsprechend darzustellen. Und das haben wir im Gemeinderat beantragt und dafür gab es natürlich keine Mehrheit. Und an der Stelle können Sie auch die Grenzen des Oberbürgermeisters sehen. Nicht der Oberbürgermeister macht die Ausstellung im Turmforum oder hier im Haus. Nicht der Oberbürgermeister entscheidet, ob er aus dem Turmforum und dem Trägerverein aufsteigt als Stadt oder nicht, sondern das entscheidet die Mehrheit im Gemeinderat. Und die Mehrheit im Gemeinderat besteht eben aus Stuttgart 21 Befürwortern. Sie finden dort unseren Antrag, bei den Anträgen, die Frau Lund mitgebracht hat. Und da steht genau das drin, was Sie hier vorgetragen haben. Steht ja noch ungeklärt im Raum die Kapazitätsfrage. Dazu gibt es viele Gutachten von Eisenbahnfachleuten. Und einer der Befürworter von Stuttgart 21, der Professor Schwanhäuser, der die Bahn beraten hat in all diesen Fragen, hat ermittelt, dass Stuttgart 21 in der geplanten Form nicht mehr als 32 Züge pro Stunde abwickeln kann. Im Kopfbahnhof fahren heute 38 Züge, also schon mehr als geplant. S21 wäre also ein illegaler Rückbau der Kapazität der Bahn. Und die Frage ist, was kann die Stadt Stuttgart unternehmen? Kann die Stadt Stuttgart beispielsweise den Verkehrsminister des Landes, der Ihnen ja sicher nahesteht, aufzufordern, jetzt den Professor Schwanhäuser und andere zu dieser Kapazitätsfrage zu hören, um zu sehen, ist das richtig, was er sagt, oder kann man sich da einfach drüber wegsetzen und sagen, da hören wir nicht hin. Also
Die Kapazitätsfrage ist ja weit über das Stadium Schwanhäuser hinaus untersucht worden. Das war ja einer der großen Punkte damals in der Schlichtung. Damals hat man festgestellt, dass das, was Professor Martin, Schwanhäuser und so weiter dort an Gutachten vorgelegt haben, dass das nicht ausreicht, um zu belegen, dass es zu einer Kapazitätssteigerung kommt. Wir Grünen haben gemeinsam im Aktionsbündnis mit allen Partnern im Aktionsbündnis immer gesagt, dass das ein zentrales Argument für uns ist gegen Stuttgart 21, dass die Kapazität nicht ausreicht und dass die Leistungsfähigkeit geringer ist sogar als der Kopfbahnhof. Wissen Sie ja, Herr Conradi, aus der Schlichtung. Und das hat dazu geführt, dass der sogenannte Schlichter, Herr Geißler, damals gesagt hat, das Ganze muss untersucht werden und dargelegt werden in Form eines Stresstests. Das hat nichts mit Planfeststellung zu tun, das hat nichts mit justiziablen Vorgängen zu tun, sondern das war ein Schlichtungsergebnis in aller Unverbindlichkeit. Aber die Bahn hat sich darauf eingelassen. Die Bahn hat einen Stresstest durchgeführt, der wurde dann testiert von SMA. Und mit dem haben wir uns dann auseinandergesetzt. Wir Grünen haben auch dort auf die Punkte hingewiesen, gemeinsam im Aktionsbündnis, wo dieser Stresstest untauglich ist aus unserer Sicht, Schwächen hat und nicht die Kapazität nachweisen kann. Das ist aber von diesem Gutachter SMA damals zurückgewiesen worden. Und das ist der Stand der Dinge. Das ist also über Schwanhäuser hinaus, wie man daraus heute ableiten kann, dass die Stadt Stuttgart hier beispielsweise klagen könnte. Das hat sich mir in den ganzen Diskussionen bisher noch nicht erschlossen. Abgesehen davon, dass es auch da keine Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat gäbe, die sagen würde, wir verklagen jetzt die Bahn an dem Punkt. Vielleicht gibt es diese Mehrheit nach der Wahl und dann muss man aber die Stuttgart 21 Gegner wählen und nicht CDU, SPD, Freie Wähler und FDP. Aber ansonsten bleibt es bei diesem Stand. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich bei Gabriele Munk und bei Jochen Stopper, dass Sie hierher gekommen sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie freundlich zugehört haben. Es ist ja schön, wenn man Meinungen miteinander austauschen kann. Da muss man auch ertragen, dass man nicht immer nur das gesagt bekommt, was man sowieso hören will. Heute in einer Woche wird... Kann man noch eine Frage stellen? Nee, wir müssen hier um Viertel vor aufhören, weil die ihren Soundcheck machen. Das haben wir denen versprochen. Beim Soundcheck ist ja dann eine andere Regie und eine andere... Da kann man auch mehr Krach machen. Also... Aber die sind noch da, sie können natürlich kommen und hier noch fragen und wir sind auch noch da. In einer Woche sind hier zwei Kandidaten der Linken und werden hier unseren Fragen antworten. Und in zwei Wochen kommen zwei Kandidaten der SPD. Ich hoffe, ihr werdet die auch reden lassen. Und da die SPD in der Frage gespalten ist, ist einer von denen ein Befürworter von Stuttgart 21 und einer ein Gegner. Also in zwei Wochen werden wir hier eine interessante Fragerunde haben. Einstweilen Ihnen allen und unseren Gästen und Angelika Asseburg herzlichen Dank und in der Woche sehen wir uns wieder.